Ja, über dich lache ich. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu einer neuen Folge von Bums Welt. Ich nehme euch gleich mal mit auf die Baustelle heute, weil wir haben wieder was zu tun. Ihr werdet sicherlich sehen, hier waren wir schon mal. Wir haben hier zum Beispiel die Betonwege gemacht und jetzt geht es weiter. Die Böschung hier, die muss noch ein Stück abgetragen werden, weil die einfach zu weit an den Weg rangeht. Da war damals auf 1 Meter gerechnet. Der Kollege hat dann in letzter Minute gesagt, wir machen es 1,20 Meter. Mag alles sein. Aber wie ihr halt seht, gerade hier, die Steine fallen wieder auf den Weg und alles. Es ist zu dicht angeschlossen. So, auf der Seite habe ich es dann schon besser gemacht. Das seht ihr vielleicht so besser. Wir haben hier eine kleine, oder wir sind mit der Erde tiefer geblieben und haben nicht wie hier das alles bündig angeschlossen. Es rennt hier ein Hund mit rum und da geht halt auch gerne mal auf die Böschung ein bisschen spazieren. Und das Problem ist, dass dann jedes Mal die Steine auf den Weg legen. Und da der Kollege, der hier ja, die ganze Sache bauen lässt, im Rollstuhl sitzt, ist das für den sehr unvorteilhaft. Also, was müssen wir machen? Wir nehmen die Böschung ein Stück zurück und im gleichen Atemzug, weil wir eh Erdaushub übrig haben, soll jetzt zu dem Eingang hier noch ein Betonweg entstehen. Das Problem ist, das ist die Hauseingangstür. Treppe mit dem Rollstuhl ist schwierig. Und auf der anderen Seite, wo wir den Weg hingeführt haben, ist nur eine Terrassentür. Da ist aber von außen nichts zum Zuschließen und so. Das wäre für ihn immer ein bisschen hinderlich. So, also wissen wir jetzt so ziemlich genau von der Fläche aus, wo das Plenum ist, beziehungsweise wo die Terrasse ist. Die wird zwar auch nochmal angehoben, aber wir werden auf jeden Fall die ganze Fläche hier, werden wir jetzt erstmal auskoffern. Es müssen die Borde hier noch raus. Den Split werde ich eigentlich auch mal ein bisschen dran liegen lassen erstmal. Denn wir werden dann hier lang zu, hier ist jetzt schon Noppenbahn dran für die Anfüllung, der Lichtschacht ist aufgemauert. Werden wir jetzt hier auffüllen mit der Masse, die wir von der Böschung gewinnen. Das ist einfach naheliegend und effizient. Ja, werden wir jetzt anfangen, hier erstmal den ganzen Bewuchs runterzuziehen. Und dann baue ich hier die ganze Fläche so weit auf, dass dann hier auch der neue Weg ran kann. Dass der Kollege dann auch mal zu seiner Haustür hinein kann. So, das ist heute zu tun. Jetzt würde ich sagen, fangen wir einfach an. In diesem Sinne, wohl an. Noch ein Übergangsbereich aus Beton, den haben wir damals gemacht, weil der Weg hier für uns erstmal geendet hat, da ja hier die ganze Terrasse nochmal höher gesetzt werden soll, haben wir gesagt, wir machen erstmal mit dem Restbeton einen Übergangsbereich und dann könnte er sich in Ruhe entscheiden, der Auftraggeber, wie er weitermachen wollte. So, der Plan ist jetzt da, jetzt wird hier ausgekoffert. Und dann kommt das Frostschutzplenum drauf für die Betonwege. So, wir machen hier 15 cm Frostschutzaufbau
Und 10 cm wird dann die Betonplatte. Also müssen wir ziemlich genau 25 cm tiefer rein haben. Ich muss allerdings ein bisschen vorsichtig machen jetzt, denn hier unter dem Deckel ist ein Erdöltank und ich weiß jetzt nicht, wie die Leitungen jetzt hier zum Gebäude gehen. Deshalb machen wir erstmal ganz vorsichtig. Deckel machen wir gleich ein bisschen mit frei hier. Zumindest ganz grob. Dass die ganze Sache dann hier wieder ein bisschen Anblick bekommt. Denn was mir gerade einfällt, dass irgendwo in dem Bereich hier muss noch ein Kabel liegen. Das habe ich schon bei dem Wegebau habe ich das mal getroffen. Das werden wir vorher erstmal sondieren, wo das ist. So, dann wollen wir mal gucken. Das Gerät, das ist das Etsy-Cut 550, RI-550. Das habe ich mir vor längerer Zeit mal geleistet. Weil speziell bei solchen Sachen hier kann das nicht schlecht sein, wenn wir mal irgendwie die Kabel vorher orten können, bevor ich sie erst beschädige. Das wollen wir auch nicht. Na, wo ist es? Traurig wäre natürlich, wenn der Kollege das jetzt abgeschalten hätte. Dann lässt sich es nicht orten. Denn ich kann hier nur Kabel orten, die auch unter Strom stehen. Und hier ist es. Genau, hier bei dem Stein. Das geht hier rum. Also kurz vor dem Schacht. Nimm meine Helga, geh mal. Hier ist es. Wie gesagt, halt beim Wegebau habe ich das Kabel schon mal, weil wir gar nicht wussten, dass da eins lang geht, haben wir das schon mal beschädigt. Und ich möchte ungern, dass mir das ein zweites Mal passiert. Das ist nur ein Lichtstromkabel, was dann hier oben hingeht, hier da oben zu der Scheune. Das muss man vorsichtig machen. Der Deckel hier, der hat einen Bund. Hier mit der linken Löffelecke seht ihr das jetzt. Da hat unten noch mal einen Bund als Aufstandsfläche. Und das ist bloß hier irgendwie hier fiberglas. Das heißt, ganz vorsichtig machen, weil geht schnell kaputt.
hier ist irgendwas Hartes. Das legen wir erstmal frei. Das ist halt bei uns im Gebirge immer ein bisschen nachteilig. Es können Steine sein, es kann aber auch irgendwas anderes sein, Fundament oder ähnliches. Das weiß man vorher halt nie. Deswegen lieber einmal mehr vorsichtig gemacht und Schaden vermieden. Danke. Das ist Beton, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das eventuell eine Abdeckung ist für den. Für die Leitungen. Jetzt muss ich erst mal sehen, wo die Leitungen lang gehen und dann werde ich auch hier eventuell. Ja, die gehen hier drunter weg. Ich mache euch mal ein Foto, dass ihr das auch mal seht. Ich will jetzt nicht aus der Kamera umschrauben. Aber also hier, wo der Beton ist, ist offensichtlich nichts. Aber die Leitung geht kurz vor dem Beton rum. Also machen wir hier mal ganz vorsichtig frei. Die Leitung liegt zum Glück in einem KG-Rohr. Im allerschlimmsten Fall würde man erst das KG-Rohr finden und eventuell beschädigen. Das könnte man ja wieder flicken. Aber hier, das ist. Ach, Fundament ist das. Geht. Das Betonzeug, das legen wir mal. Separat. Das muss dann abtransportiert werden. So, hier ist jetzt der Beton von die Borde. Und wenn ich jetzt Glück habe, kann ich die Borde vielleicht rumschmeißen. Okay. Nee. Funktioniert nicht. Dann muss ich den Beton wegmachen. Da hat leider jemand Qualität geliefert. Ach, und hier hinten sehe ich auch erst das KG-Rohr. Ja, seht ihr es da hinten? Hier oben drauf. Hier ist das KG-Rohr. Da sieht man die zwei Muffen. Das ist da, wo die Leitung reingeht. Für das Öl. Jetzt mal ganz vorsichtig versuchen, unter den Bord runter zu gehen und ganz vorsichtig nach oben auszuhebeln. Na klasse, hier ist aber Beton drunter. Also Rückenstütze ist ordentlich dran. Mein lieber Stoll. Das Problem ist, dass wir den Beton eigentlich drin lassen könnten. Ich muss nur den Tritt ordentlich rauskriegen. Ja. Halt. Jetzt. Na bitte, das ist doch was. Das ist auch beschissen. Positiv machen. Wegen dem Rohr. So, den nehmen wir erstmal raus. Da wird erstmal sichergestellt. Jetzt muss ich relativ vorsichtig versuchen, hier vorne das Gleiche hinzubekommen. Aber hier ist, wie ihr ja gesehen hattet, hier ist das Rohr. Genau hier beim rechten Zahn jetzt, hier ist das Rohr. Der Beton ist ja theoretisch tiefer als der Weg, der hier mal gebaut werden soll. Ein ganzes Stück tiefer. Und von daher werden wir das auch gleich drinnen lassen. Das wäre sinnlos. Na, hier ist nämlich der Bord. Wie ihr seht, ist nämlich hier der Bord schon ausgeschnitten für das Rohr.
Das geht wirklich sehr flach darunter weg. An der unteren Kante jetzt. Also Vorsicht walten lassen. Aber das sieht erstmal gut aus, ja. Das restliche bisschen Rückenstütze nehmen wir noch mit raus, ja. Ja, das ist zu fest. Das lasse ich auch drin. Mir ist die Gefahr zu hoch, dass ich dann aus Versehen hier mal abrutsche und das Rohr beschädige. Hier ist noch was. Auf Seite ist sie. Da ist noch irgendwas HDPE-artiges. Das sehe ich gerade. Hier beim linken Zahn jetzt ist irgendwie noch HDPE-Rohr. Das lassen wir auch mal. Hier seht ihr, hier ist das Rohr. Genau. Gut, aber das ist auch die Höhe, die wir brauchen. Ja. Mehr machen wir ja gar nicht. Ja, wie gesagt, in der Hinsicht ist es schön, dass man einen sehr gefühlvollen Bagger hat. Wo man wirklich enorm präzise arbeiten kann und auch viel Gefühl in den Hydraulikfunktionen hat. Das ist bei sowas echt schon ein Vorteil. Ich will da hier keine Schleichwerbung machen in dem Sinne, aber meine Meinung kann ich kundtun und die ist nun mal, dass der 80ÖF für mich echt immer so Dinge ist. Ich finde den so klasse, den Karren. So, jetzt muss ich mal gucken, wie hoch hier der Beton ist. Der ist nicht hoch. So, also das würde reichen, weil das ist ziemlich genau die Höhe, die wir dann auch mit unserem Frostschutzplan haben. Da wäre das erstmal in Ordnung. Jetzt könnte ich hier noch ein bisschen was wegnehmen. Ein bisschen sauber putzen noch. So. So, gut. Halt, was ist denn hier? Ah, was man alles so findet. Ich sehe hier gerade, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Hier ist ein Drainageschacht. Seht ihr das? Hier ist der Deckel. Ja, was man so alles findet hier. Leider auch komplett verfüllt, das Ding. Oh. Was machst du denn da jetzt? Das soll der Weg fertig werden. Es soll aber auch, ja, so einen Schacht müsste man eigentlich auch wieder erhöhen. A few moments later. So, also kurz abgeklärt. Den Schacht machen wir frei. Der muss dann erhöht werden und muss dann in dem Weg muss da ein Deckel drauf. Anders werden wir das nicht schaffen, weil das ist ein Spielschacht. Der muss frei bleiben, dass wenn die Drainage irgendwann mal zugesetzt ist, dass wir da rein können und die Ringdrainage spielen. Also müssen wir den jetzt ein bisschen frei machen. Nehmen wir erstmal um das Probe rum. Halt, meine Zigaretten aus der Tasche gerutscht. Das geht gar nicht. So, alles wieder gut. Hier ist noch Vlies drunter. Ne, gut, jetzt ziehen wir den Kies eben mit runter. Dann ist es. So. Gut, und hier haben wir jetzt den Spielschacht.
Den machen wir schön vorsichtig frei. Da kommt jetzt noch ein Bord, aber ich denke, den können wir lassen. Wie gesagt, die Kante hier oben an der Nöppelbahn, die ist jetzt genau die Höhe, wie das Pflaster mal werden soll, beziehungsweise der Betonweg. Und alles, was 10 cm darunter ist, also von hier aus gesehen jetzt ungefähr noch mal 10 cm tiefer auf hier, wird dann Frostschutzplane. Das heißt, ich brauche so die für gar nicht rein. So. Jetzt geht es eigentlich darum, erstmal hier den ganzen Spaß zu verfüllen. Erstmal anfüllen und verdichten. An der Nöppelbahn, ich habe jetzt keinen Kies da, werde ich erstmal mit Frostschutz hantieren. Ich denke, das ist eine einfachere Lösung. Da ist auch wasserdurchlässig und die Nöppelbahn kann arbeiten. So werden wir das machen. Also weiter. Dann werden wir mal einen anderen Löffel nehmen. Ja. Das Problem ist bei dem Grabenräumer hier, maßlich passt der einfach nicht zu meinem Baggerdaum. Und ich muss hier die Wurzeln ein bisschen rausnehmen. Ich muss hier das ganze Wurzelzeug, das will ich nicht mit anfüllen. Das macht man nicht. Das muss ein bisschen mit raus. Die Erde kann ich nehmen, aber die Wurzeln. Das ist nicht gut, wenn die hier drin sind. Das gibt Setzungen. Das möchten wir bitte nicht. Wie gesagt, hier, was jetzt hier kleine blattige Betonsachen sind, das ist kein Problem. Die kann man mit einbauen. Das kann man mit einbauen. Aber das Wurzelzeug, das macht keinen Sinn, wenn das nicht hier drin ist. Ja, der Baggerdaum, das ist eine feine Sache und macht einem in vielerlei Hinsicht der Arbeit deutlich leichter. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, in Amerika, wer da gerne solche ähnlichen Videos anguckt wie bei mir, da sieht man das extrem verbreitet, dass hier Baggerdaum verwendet werden, beziehungsweise ist es bei fast jedem Bagger dort eigentlich Standard, aber bei uns hier. Ja, in Deutschland muss halt alles immer ganz präzise und ganz genau sein. Da ist man selten Freund von solchen, ja, ich sag mal, behelfsmäßigen Sachen. Da muss alles ganz exakt gemacht werden. Das heißt, dann gibt es Schwenkrotator mit Greifer, Klammer und Donner und Teufel. Halt alles spezialisierte Werkzeuge. Aber die kosten halt dementsprechend auch viel Geld immer. So, und deshalb bin ich ein bisschen Freund von universelleren Lösungen, die vielleicht nicht überall perfekt passen. Beispielsweise kann ich damit jetzt keine Trockenmauer stellen irgendwo oder Steine setzen. Wenn es ganz exakt gehen sollte, wäre schon ein Sortiergreifer dann auf jeden Fall eine bessere Lösung und auch eine elegantere. Aber der Daumen, der hilft mir eigentlich universell in jeder Hinsicht weiter. Wohingegen wieder ein Sortiergreifer nicht ganz so häufig eingesetzt werden kann, aber dort, wo man halt einsetzen kann, ist er wieder ja, die deutlich elegantere Lösung und auch die effizientere. Aber das ist halt der deutsche Geist, beziehungsweise Europa allgemein. Wer jetzt hier Videos von Finnland oder Schweden oder Norwegen so anguckt, dort ist es ja völlig verbreitet, dass dort nur Schwenkrotatoren an die Bagger sind. Da gibt es einige YouTube-Kanäle, die ich auch sehr gerne ansehe. Und das ist wirklich auffällig, da gibt es nur Volvo-Bagger und die Volvo-Bagger haben dann halt auch alle einen Schwenkrotator. Was ich richtig geil finde auch, die haben meistens irgendwelche Landwirtschaftsanhänger hinten dran. Und
können damit eigentlich auch gleich ihr Ausflug wegfahren. Die können bei einem Graben einsanden für Rohre. Die hauen sich eben Sand hinten drauf und nehmen den Anhänger mit und haben das Zeug halt immer da, wo sie es haben wollen. Das ist keine schlechte Sache. Das macht schon Sinn. Das ist ja was, was ich noch vorhabe für meinen Bagger. Es muss noch ein Hydraulikanschluss hinten ran ans Fahrwerk. Und ich will auch definitiv noch so einen Anhänger bauen, dass ich wirklich gerade bei Sachen wie zum Beispiel Graben einsanden, kann ich mir den Hänger voll machen mit Sand und nehme dann halt mit dem Löffel den Sand direkt von dem Anhänger runter. Das heißt, ich muss nicht mit jedem Löffel einzeln hin und her fahren und das macht es dann wirklich effizienter. So. Der Anhänger sollte schon lange gebaut sein, aber bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, hat es noch nicht funktioniert. Es hat sich die Zeit noch nicht ergeben. Da muss halt, ja, das wird wahrscheinlich wieder mal Winter passieren. Es gibt da zwei Sachen, die ich eigentlich sehr gerne machen möchte, die ich auch schon ganz energisch auf dem Schirm habe. Das ist unter anderem der Anhänger. Dann noch eine Sache, über die ich noch nicht sprechen möchte, das soll eine Überraschung werden. Das wird aber wahrscheinlich alles über den Winter irgendwann erst passieren. Momentan habe ich relativ gut zu tun, da habe ich die Zeit eh nicht dazu. Und im Winter ist alles ein bisschen ruhiger, da kann ich das mal machen. So, wir bringen jetzt alles erstmal auf eine gewisse Höhe hier. Dann muss ich mit meinen Rumpelchen erstmal Froststütz holen. Aber ich möchte jetzt erstmal einen Keil anfüllen. Bis kurz vor der Noppenbahn. Und wenn wir den Keil haben, dann wird da aufgefüllt mit Frostschutz. Und dann kann ich die erste Lage verdichten. Mein Gott, habe ich wirklich so viele Wurzeln herausgehalten? Jetzt muss ich erstmal runterfahren an den Frostschutz helfen, muss mein Rumpelchen laden. Und bevor ich das mache, muss ich gleich erstmal abladen. Leer. Jetzt muss ich irgendwie hier rausklettern jetzt. Wo ich ehrlich gesagt selber noch nicht richtig weiß, wie. Ich werde wahrscheinlich hier gleich die Bildung hochmachen. Einen anderen Weg habe ich jetzt nicht. Ja. Aufpassen, dass ich mein Stativ nicht zerfahre. So. Und jetzt gibt es bloß einen Weg, gleich hier die Bildung hoch. Und ihr seht, genau aufgrund von solchen Sachen hier wollte ich eigentlich unbedingt einen Bagger haben, den ich mit den Füßen fahren kann. Denn wenn ich einen hätte, der jetzt nur irgendwelche Vorhebel hat, dann wäre das Problem dahingehend. Ich bräuchte vier Hände und das wäre blöd. So, ich klinke mich jetzt erstmal aus. Ich fahre jetzt erstmal außen über die Wiese wieder ringsrum zu dem Frostschutzhaufen. Dann machen wir da unten weiter und laden das Rumpelchen. So. Unterwegs ist mir jetzt aufgefallen, mein Kumpel, der Auftraggeber hier, war ist halt durch seinen Rollstuhl ein bisschen gehandicapt. Und ich habe jetzt gesehen, dass er hier unten noch einen Baumstein liegen hat. Da müsste hier einiges an Bäumen erstmal wegmachen, weil hier das ganze Grundstück ziemlich verwildert war. So, wenn ich sehe, dass da unten ein Baumstamm noch liegt und ich weiß, wo sein Platz ist, wo es halt hin soll, also mache ich mir jetzt mal die Freude für ihn
dann schaffen wir den Stamm gleich mal mit hier hoch. Und ich bin mir sicher, da wird er sich freuen. Dann nehmen wir nämlich den Kollegen hier gleich mit. Das ist noch ein Strick. Ja, da hat es offensichtlich schon versucht, den irgendwie wegzukriegen. Ja? Gar kein Problem. Da räumen wir das Ding einfach mit weg. Ja. Mit dem 18UF ist das, wenn ich weiß Gott, gar kein Problem. So. Legen wir uns so, dass er gleich schön zu schneiden geht. Dann ist das hübsch. So, wir laden jetzt wieder auf einen ganz originalen Sandmarktumper. Die Kleine, da habe ich auch schon mehrfach Anlauf genommen, die zu verkaufen, weil sie theoretisch für den Sandboard viel zu klein ist. Aber unterm Strich muss ich immer wieder sagen, was die trotzdem an Meter macht, ist echt bemerkenswert. Und deswegen war ich auch gefühlte 1000 Mal schon wieder froh, dass ich sie nicht verkauft habe. Ja. Das sind immerhin 5 Wolle Schubkorn von der Masse her, die ich laden kann auf die Zähne. Und damit macht die auch im größten Gang ja, jeden Berg hin. Da geht es im dritten Gang irgendwie jede Steigung hoch. Das ist schon nicht ohne. Das ist echt nicht ohne. So ihr Lieben, nach es für den Bildungslevel ran. Ich habe inzwischen schon mal ein bisschen umgelöffelt hier und Erdeisgebrand gehüllt. Na, sag mal nochmal, was ist der jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ein bisschen Erdhausgrub dran gelöffelt. Jetzt. Da muss hier jetzt eingebaut werden. Ich muss erstmal meine Helga weg. So.
jetzt schütteln wir das ein bisschen hier ran. Und jetzt machen wir das Erdplanum hier, dass dann nochmal verdichtet wird, wo dann der Frost jetzt drauf kommt. Ich muss hier allerdings die Treppe noch ein bisschen anfehlen, zumindest hier auf der Seite, dass der Frostschutz dann nicht wegrieselt. Könnt ihr immer grinsen. Meine Helga, die ist ja absolut fasziniert von den Hühnern. Ist hier den ganzen Tag am Spähen und läuft in der Neue. Herrlich. Echt ein Schauspiel, das ist herrlich. Herrlich. Einfach nur herrlich. Jetzt widmen wir uns erstmal wieder liebevoll den Verdichtungsarbeiten. Selbstverständlich ist die Rüttelplatte für so bindige Beeten
nicht die beste Wahl. Da wäre eigentlich eine Walze oder Stampfer besser. Aber Walze für die 12 Quadratmeter hier macht einfach keinen Sinn. Und mit dem Stampfer bekomme ich hier keine schöne Fläche. Und da muss ich irgendwo bewusst machen, muss, dass hier das Sickerwasser aus dem Frostschutz irgendwo hin muss. Das muss ja abgeleitet werden. Deshalb sollte man schon zumindest beim Erdbeeren eine einigermaßen vernünftige Fläche hinkriegen, mit ein bisschen Gefälle nach außen, dass nicht unter dem Frostschutz das Wasser steht, weil dann macht da auch wieder keinen Sinn mehr. Ich kann euch das ja gleich mal vorführen jetzt. Für die Leute, die immer der Meinung sind, eine Rüttelplatte, eine Dieselrüttelplatte mit Seilzugstarter geht scheiße los, kann ich euch anders zeigen. Die hat eine automatische Dekompression und da ist es einfach ratsam, wenn ihr erstmal Vollgas gebt und erstmal ruhig und 3-4 Mal durchpumpt erstmal. Dass erstmal ein bisschen Diesel in den Brennraum kommt. So, den Seilzugstarter muss ich glaube ich auch mal wieder machen. Hm? Ich fährt ein bisschen nachspannen. So, ruhig immer ein paar Mal durchziehen. Ne? So. Und dann dreht ihr so auf OD, das heißt dort, wo ihr den ersten Widerstand merkt. So, dann geht ihr runter auf Standgas und ein kräftiger Ruck reicht. Und das funktioniert eigentlich bei jeder Temperatur. Also es ist definitiv nicht die Rüttelplatte schuld, sondern der sie anreißen will. Auf die Art und Weise bekommt ihr das bei jedem Dieselmotor mit Seilzugstarter eigentlich relativ gut hin, wenn ihr die Tricks ein bisschen gas. Aber einfach nur Vollgas und dann anreißen wie ein Klopper. Damit macht ihr euch kaputt in die Rüttelplatte. Und tut euch auch den Gefallen, wenn ihr die loslasst. Nicht gleich Vollgas und losmachen, lasst die mal eine Minute wenigstens erstmal gucken. Die Zeit muss einfach sein, euer Motor wird euch das dann danken. So, weiter geht's. Und auch nach dem Verdichten eigentlich immer, dass die Rüttelplatte mal noch eine halbe Minute wenigstens nachlaufen, dass sie sich runterkühlen kann. Auch das hilft der Technik länger zu halten. So ihr Lieben, ich mache jetzt so grob den Frostschutz erstmal ein bisschen breit. Ruhig ein bisschen höher, als er dann mal sein muss. Dann wird der erstmal verdichtet, das heißt erstmal mit der Rüttelplatte drüber. Und erst dann mache ich das eigentliche Planum, weil ich habe hier unwahrscheinliche Höhenunterschiede auch drin vom Aufbau her. Und die werden sich dementsprechend auch unterschiedlich setzen. Und von daher ist es immer die beste Wahl, wenn man erstmal durchverdichtet und dann das eigentliche Planum macht. Dann habe ich in dem ganzen, sage ich mal, Frostschutzkörper, den ich aufgebaut habe, eine gleichmäßige Breite. Und kann dementsprechend dann auch obendrauf wieder quasi bei Null anfangen. Das heißt, ich habe erstmal keine unterschiedlichen Setzungen mehr.
So, bevor ich jetzt das endgültige Blöning noch mache, werde ich erstmal hier die Fläche noch ein bisschen anrichten. Den ganzen Aushub, den ich mir hin und her geschmissen habe von der Bischung, da muss ja irgendwo jetzt mal wieder ein bisschen unterkommen. Und dann machen wir das hier erstmal ein bisschen hübsch. Denn wenn ich das Blöning dann gemacht habe, müsste ich sonst wieder über den Frostschutz fahren. Und das wäre auch wieder dumm. Deshalb mache ich das erst fertig und dann kann ich das Frostschutzblöning herstellen. Und ja, dann sind wir hier fertig. Dann muss ich ja nicht nochmal ran. So. Was ja natürlich echt pervers ist, das sind die ganzen Steine, die hier so drin sind. Und damit irgendwie eine Fläche machen wollen, ist irgendwie ja, wie mit Kugeln eine Pyramide bauen. Es geht nicht so richtig. So. Also müssen wir hier mal damit leben, dass man der ein oder andere Stein noch rausguckt. Aber zumindest ist die Bischung fertig. Die Bischung hier unterhalb, die ist abgezogen. So ihr Lieben, jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir mal mit Trommelwirbel hier die Kiste auf. Das ist meine neue Errungenschaft. Nach 2 Jahren Überlegenszeit, weil der auch nicht ganz günstig ist, gab es viele Alternativen, die mir vorgeschlagen wurden. Auch ein Kreuzlinienlaser. Problem ist bloß, dass der mit meinem Maschinenempfänger nicht passt. Und ja, da habe ich mich halt durchgerungen und habe mich jetzt endlich mal für den Nedo entschieden. Das ist der Primus 2, HVO2N, also das Stop-Modell. Das ist der Ferrari. Ihr seht schon, der ist nicht mehr ganz neu und eigentlich mal ganz sauber, weil den habe ich jetzt schon 3 Wochen. Aber bis jetzt, ich wollte euch schon eine ganze Zeit mal ein Video dazu machen, habe aber leider Gottes die Zeit noch nicht gefunden. Ich hatte beruflich sehr viel zu tun momentan. Und das müsste einfach mal gehen. Deswegen nehmt es nicht übel, wenn es nicht jede Woche immer gleich ein Video gibt. Aber ich versuche es auf jeden Fall jedes Wochenende das rauszubringen. Beste geh weg hier. So, Fakt ist, in der Kiste ist der Laser. Es ist nochmal eine Adapterplatte, das ist an sich eine schöne Sache. Die wird auf das Stativ aufgeschraubt und dann kann der Laser eigentlich richtig schön reingesetzt werden. Er kommt hier drauf, wird dann verriegelt und ist da fest auf dem Stativ. Das ist eine schöne Sache, aber ich brauche es eigentlich nicht. Ich schraube den immer nochmal auf. So. Gut, das wieder hier rein. Wie gesagt, Ladegerät. Ich habe noch mal einen separaten Batteriekasten dazu. Oh, ja, noch mal für Rohre legen zum Beispiel, wenn ich den als Punktlaser nehmen will. Sprich, da geht dann auch als Kanalballaser. Auch eine feine Sache. Ist das eigentlich dann da für die Rohre oder je nachdem für irgendwelche Metallteile? Ich glaube, das Ding ist mit Magnet. Das Ding werde ich eh so gut wie nicht brauchen. Aber es ist halt mit drin. Ein bisschen Papyrus ist dabei. Und dazu halt nochmal der Empfänger für den Laser. Und zwar der Commander. Da gibt es mehrere davon. Das ist auch wieder das Stop-Modell. Der hat eine richtig geile Eigenschaft. Und zwar, der ist nicht nur Empfänger, sondern der ist auch gleichzeitig noch Fernbedienung für den Laser. Das heißt, alle Funktionen, die ich auf dem Laser einstellen kann, kann ich hier auch über die Fernbedienung machen. Beziehungsweise über den Empfänger, wie es eigentlich nennt. So, dazu habe ich mir gleich noch geleistet eine Sache, die ich in der Werbung mal gesehen hatte. Die mit den Worten losging, wenn sie das nicht haben, rennen sie am Leben vorbei. Also das Übliche. Hat es aber wirklich gestimmt. Das nennt sich Flexilade, das Ding. Und ist auch eine wundervolle Sache. Denn die wird hier auf 0 eingestellt. Dann kommt der Empfänger ran. Und zwar mit der 0 genau auf der Oberkante von diesem Gleitschlitten. So. Und dann wird er eigentlich unten nur noch mal hier exakt auf die Höhe eingestellt, die ihr halt haben wollt. Und das Schöne ist dann, ihr könnt an jedem beliebigen Punkt das Ding draufhalten. Macht ihr unten den Hebel löse.
Und dann könnt ihr genau gucken, seid ihr 15 hoch oder 15 tief, je nachdem. Ihr habt immer eine ganz klare Zahl. So. Ist hier jetzt erstmal zweitrangig, aber ich verwende das Ding mittlerweile bedächtig oft. So, jetzt bauen wir den ganzen Spaß erstmal auf. Denn, wie schon erwähnt, ich muss den Finger ein bisschen ziehen jetzt. Und ich muss sehen, dass ich das Frostschutzblatt immer fertig kriege. Ich nehme jetzt die Flexilatte mit dem Empfänger, dem Commander. Wie gesagt, das ist halt das Geile hier. Man hat hier auch nochmal die zwei Neigungen drauf. Ich habe die Umdrehungszahl, den Akkustand. Und was das absolut Herrliche ist bei dem Nedo, wenn ich den jetzt einstelle auf meine Höhe hier, irgendwo, ihr seht jetzt, der zeigt sogar einen Millimeter mit an. So. Und das ist das Schöne. Und jetzt kommt das Feine von der Flexilatte. Wir müssen hier jetzt 10 cm tiefer kommen. Deswegen Hebel locker und eingestellt auf minus 10. So. Und das war's schon. So, das ist Augenmaß, oder? Hier ist bestimmt noch ein bisschen zu hoch. Nein, passt ganz genau. Stimmt auffallend. Hier müssen wir ein bisschen höher. Millimeter. Nee, Quatsch. Was erzähl ich für einen Scheiß? Wir sind hier 4 cm zu tief. Gut. 4 cm zu tief. Hier muss noch was drauf. Aber ich denke, hier ist es zu hoch. 16 mm zu hoch. Ja, passt. Okay, dann ist hier noch ein bisschen tief. Ab hier muss es dann ein Übergang werden zu den anderen Sachen. So. Ich hoffe, das reicht jetzt. Sonst muss ich wirklich noch mal meinen Bagger runter. So. Gut, 3 mm, da mache ich jetzt nicht dran fest. Naja, er wird schon kritisch. Mal gucken, wie es weitergeht. 20 mm, naja. 5 mm. Das war eindeutig zu tief. Ach Scheiße, da müssen wir mal was laden. So, jetzt greifen wir uns den laufreudigen Kollegen nochmal hier. Und fahren nochmal eine Fuhr hoch.
Da sind wir noch 12 zu hoch. Das geht schon. Ja, das passt. Das passt auch. Aber wir haben noch 12 zu hoch, da haben wir aber aufgezogen. Was guckst denn du hier, meine Eule? Hm? Ja, wir sind alles im Strecke. Was war denn das? So, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt fängt es gerade an mit Regnen. Also ich muss sehen, dass ich jetzt meinen Bagger noch auflade und dann, dass es losgeht. Ja. Hat länger gedauert, als ich dachte. Das haben sie jetzt, ja, kurz nach 20 Uhr. Ist schön in Ordnung. Aber gut. Was haben wir gemacht? Wir haben die Böschungskontur zurückgenommen, 15, 20 cm. Dass, wenn schon mal Steine gefallen kommen, die jetzt einfach nur noch liegen hier, wenigstens nicht immer auf dem Weg liegen und den Kollegen mit dem Rollstuhl immer behindern. Was mit der Bildung dann später mal passiert, müssen wir mal sehen. Das ist jetzt nur erstmal die Profilierung. Hier oben drauf haben wir Fläche gemacht. Da will sich der Auftraggeber mal noch entscheiden, ob er da eine Terrasse macht oder bloß Wiese oder irgendwas in der Richtung. Das wird sich dann zeigen. Bis dahin lassen wir es jetzt erstmal so, aber es ist erstmal gemacht. Ja, die Bildung bleibt auch erstmal so. Wichtig war eben da das Frostschutzplan, dass der Betonweg gemacht werden kann, dass da auch endlich mal, sag ich mal, von seiner Terrasse aus hier hinter kann zu seiner Haustür. Das war das Wichtigste überhaupt, das haben wir geschafft. Jetzt habe ich mal noch ein bisschen den Besen geschwungen hier, dass wir kein Schlachtfeld hinterlassen. So, jetzt haben wir es geschafft. Ich verabschiede mich von euch, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich muss jetzt meinen Bagger aufladen, bevor es noch nasser wird. Freunde, macht's gut.